Krieg im Gazastreifen. Israelischer Ministerpräsident Benjamin Netanyahu zu Besuch in den USA. Deutsche Regierung verbietet Islamzentrum in Hamburg wegen Extremismus. Giuseppe Antocci, ein Europaabgeordneter mit Polizeischutz. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu trifft sich während seiner USA-Reise sowohl mit Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris als auch mit dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump. Vor dem US-Kongress wirbt er für die weitere Unterstützung seines Landes im Kampf gegen die Hamas. Der Besuch Netanyahus in den USA hat Proteste im US-Kapitol ausgelöst. Einige verurteilen Israel und forderten Biden auf, keine Waffen an Israel mehr zu verkaufen. Andere unterstützten den israelischen Ministerpräsidenten, forderten ihn aber auf, eine Vereinbarung zu treffen, die die Freilassung der verbleibenden Geiseln im Gazastreifen vorsieht. Das Gesundheitsministerium des Gazastreifens teilt mit, dass in den letzten 24 Stunden die Leichen von 55 Menschen, die durch israelische Angriffe getötet wurden, in örtliche Krankenhäuser gebracht worden sind. Palästinenser, die vom israelischen Militär aufgefordert wurden, Teile von Khan Yunis zu verlassen, sagen, dass sie auf der Straße schlafen. Die Menschen sagen, kein Ort in Gaza wäre sicher und sie wüssten nicht, wohin sie gehen sollen. Die deutsche Regierung hat das Islamische Zentrum in Hamburg geschlossen und die Organisation verboten. Sie wirft ihr vor, ein Vorposten der iranischen Theokratie zu sein, islamistischen Extremismus zu fördern und die militante libanesische Hisbollah zu unterstützen. Es gab mehrere Razzien im Zusammenhang mit dem Verbot. Aufgrund gerichtlicher Anordnungen seien insgesamt 53 Objekte in Hamburg, Bremen, Berlin, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Bayern durchsucht worden, teilte das Bundesinnenministerium mit. Das Islamische Zentrum gab im vergangenen Herbst an, dass sie jede Form von Gewalt und Extremismus verurteile und immer für Frieden, Toleranz und interreligiösen Dialog eingetreten sei. Innenministerin Nancy Faeser erklärte jedoch, dass die Untersuchungen zweifelsfrei bestätigt haben, dass die Aktivitäten der IZH nicht nur religiöser Natur sind. Die Organisation wird seit langem vom deutschen Verfassungsschutz untersucht. Sie sei neben der iranischen Botschaft die wichtigste Vertretung des Irans in Deutschland. Faeser hatte zuvor bekräftigt, dass sie gegen Islamisten vorgehe und nicht gegen eine Religion oder einen anderen Staat. Allein in den Gängen des EU-Parlaments, das gibt es bei Giuseppe Antocci nicht. Der italienische Abgeordnete bekommt stets Polizeischutz. Als Präsident des Nebrodi-Parks in Sizilien war er mit dafür verantwortlich, dass die EU-Gelder, die für die Landwirtschaft bestimmt sind, auch genau da landen und nicht etwa in den Händen von Mafia-Clans. Und so versiegt eine der wichtigsten Geldquellen des organisierten Verbrechens. Deshalb wurde er zum Feind der Mafia. Diventare un nemico significa iniziare per prima cosa con le minacce, far capire che non devi andare avanti e se vai avanti arrivare, come si dice, fino all'ultimo miglio. Ciò è accaduto a maggio del 2016, dove io sono stato colpito dall'unico attentato di mafia dopo le stragi del 92. Io sono il primo uomo delle istituzioni che viene colpito con un'altra attentata strage. Insieme a me quattro valorosi uomini della Polizia di Stato che quella notte dopo quel violento conflitto a fuoco mi hanno salvato la vita e mi hanno riportato a casa da mia moglie e dalle mie figlie. Das Schutzprotokoll, dem er unterliegt, muss auch im Ausland respektiert werden. So bekommt Antocci nach der Wahl in das Europäische Plenum in Brüssel und Straßburg eine Eskorte und zudem ein Büro mit besonderen Sicherheitsvorkehrungen, wie etwa keine Glasfenster nach außen. Als Europaabgeordneter verspricht er, sich mit dem zu beschäftigen, was er am besten kann, dem organisierten Verbrechen. Io ho già proposto una risoluzione per l'istituzione della CRIM, la commissione che si occupa della criminalità organizzata, è stata istituita solo una volta in Parlamento europeo. Noi abbiamo idea che le mafie sono globalizzate, noi abbiamo idea che la criminalità organizzata è presente in tanti
territori in tanti stati europei. Auch als Europaabgeordneter hat er ein Leben des Verzichts und der Einschränkungen. Antoci und seine Familie müssen in einem ständig bewachten Haus leben. Puoi morire in una strage di mafia, come stava accadendo a me e quei valorosi poliziotti. Ci sarebbero state le commemorazioni, le lapidi, i ricordi, giusto così. Però sei morto una volta. Poi c'è un altro modo per morire, che è quello di alzarsi la mattina, guardarsi allo specchio, sapere di non aver fatto il proprio dovere, sentirsi sporchi, sapere di non poter passare all'altra stanza e incrociare le tue figlie e continuare a dire loro che la vita va vissuta con rettitudine, senza abbassare lo sguardo e la schiena. E allora quello specchio ti uccide ogni giorno. In den nächsten 5 Jahren wird Giuseppe Antoci dem Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres des Europäischen Parlaments angehören. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat angekündigt, dass er die bisherige Regierung seines zentristischen Lagers bis zum Ende der Olympischen Spiele geschäftsführend beibehalten will, um Unordnung zu vermeiden. Damit wies er die Nominierung eines Ministerpräsidenten durch die Linkskoalition in letzter Minute zurück. Diese hatte die wenig bekannte Politikerin Lucie Castex für diese Rolle nominiert. Pouvoir constituer en effet un gouvernement parce que le pays a besoin d'un gouvernement pour prendre les décisions, préparer un budget, prendre les décisions pour le pays. Et donc, de manière évidente, jusqu'à la mi-août, on doit être concentré sur les Jeux. Et puis à partir de là, en fonction de l'avancée de ces discussions, ce sera ma responsabilité de nommer un premier ministre ou une première ministre et de lui confier la tâche de constituer un gouvernement et d'avoir le rassemblement le plus large qui lui permette d'agir et d'avoir la stabilité. Damit bleibt die politische Lage in Frankreich zunächst unklar. Der französische Innenminister hat erklärt, dass es keine Hinweise auf konkrete Bedrohungen während der Olympischen Spiele in Paris gibt. Vor Beginn der Spiele wurden knapp 1000 Personen wegen Spionageverdacht vom Besuch der Olympischen Spiele ausgeschlossen. Insgesamt verbietet Frankreich mehr als 4000 Menschen aus Sicherheitsgründen den Zugang zu dem Sportfest. Damit will Frankreich das Sportfest in Paris für alle Teilnehmer sicher machen. Im Vorfeld der Spiele haben die Behörden rund 1 Million Menschen überprüft. Nous n'avons pas de menaces caractérisées pour les Jeux Olympiques, ni les services de renseignement français, ni les services étrangers, amis, partenaires qui nous aident. Nous sommes aujourd'hui très attentifs évidemment à chaque signe faible, comme on dit dans le renseignement, mais nous n'avons pas de menaces caractérisées. Paris setzt täglich 35.000 Polizeibeamte während der Olympischen Spiele ein. Die französischen Alpen werden, wenn auch unter Auflagen, Austragungsort der Olympischen Winterspiele 2030. Dies gab das Internationale Olympische Komitee IOC bekannt. Der französische Präsident Emmanuel Macron versicherte bei der Bewerbungspräsentation, dass die neue Regierung alle noch ausstehenden organisatorischen Garantien übernehmen werde. Unter diesen Garantien stimmten die IOC-Mitglieder für Frankreich. In front of you today, I want to confirm my full commitment and the full commitment of the French nation. And I assure you that I will ask the next Prime Minister to include not only this guarantee, but also an Olympic law in the priorities of the new government. Frankreich war nach dem Ausscheiden Schwedens und der Schweiz der einzige Kandidat für die Winterspiele 2030. Die Austragungsorte sollen die französischen Alpen und die Eissportanlagen in Nizza sein. Frankreich hat in der Vergangenheit bereits 3-mal die Olympischen Winterspiele ausgerichtet. Züge sind ein beliebtes Fortbewegungsmittel, nicht nur für Menschen, sondern auch für ihre Autos. In Österreich gibt es einen Autoreisezug, bei dem das Fahrzeug auf den Zug verladen wird, während man bequem in einem Personenwagen reist. Die Fahrt von Wien über Slowenien nach Kroatien dauert rund 14 Stunden. Neben Komfort ist hier auch eine gute Klimabilanz garantiert. We are from Austria, Wiener Neustadt, close to Vienna, and we go to Split by train. Dieser Zug fährt nur 3-mal pro Woche, nur im Sommer. Letztes Jahr hat er rund 2500 Fahrzeuge transportiert. Das ist 4-mal so viel wie vor 3 Jahren. Wie dieser Franzose reist ein Drittel der Passagiere mit dem eigenen Auto. Combien ça vous a coûté tout ça? À peu près 800 €. Pour trois, avec le bébé, la voiture, l'aller-retour.
Ça fait une somme quand même. Ça a l'air impressionnant, mais quand on enlève les deux jours de trajet en voiture, les nuits d'hôtel pour trois, quand on fait le calcul, peut-être qu'on perd une 70 euros, mais ça vaut vraiment le coup, quoi. Nicht nur Komfort, sondern auch die positive Klimabilanz ist ein Pluspunkt für viele. It's not environmental friendly to drive a motorcycle, but if we can do most of the kilometers by train, it's a good. You feel better. Nach einer Nacht in ihrer Kabine wachen die Reisenden am nächsten Morgen in Kroatien auf. Sie müssen nur noch ihr Auto ausladen und los geht's. Now it's the beginning of the holidays. Yes. No, it started in the train. Autoreisezüge gibt es auch in Deutschland. In anderen Ländern wie Frankreich galten sie allerdings als nicht rentabel und wurden abgeschafft. Die Hitze macht den Aufenthalt in Rom für Touristen und Einheimische im Sommer oft unerträglich. Deshalb kann das berühmteste Bauwerk der Stadt, das Kolosseum, nun auch in den kühleren Nachtstunden besucht werden. Ein unvergessliches Erlebnis. Besonders wenn in magischen Vollmondnächten. Auch die unterirdischen Gänge und Räume können besucht werden, wo einst wilde Tiere in Käfigen gehalten wurden. Dort warteten auch die Sklaven und Gladiatoren darauf, in die Arena gelassen zu werden, um zum Vergnügen der blutrünstigen Menge gegen die gefährlichen Tiere zu kämpfen. Siamo proprio esattamente sul piano dell'arena, anzi ci dobbiamo immaginare che questa superficie di legno si estendeva su tutto quanto l'ovale del Colosseo e qui si svolgevano gli spettacoli che il popolo poteva vedere dalla mattina alla sera. Laut der Welttourismusorganisation zog Rom 2023 etwa 35 Millionen Besucher an.